Gott sagt durch den Propheten Hosea, eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen, wie der Tau, der bald vergeht. Also wenn es wärmer wird und in den Tag hineingeht so richtig, dann vergeht auch eure Liebe, muss Gott diesen Menschen sagen. Und doch gibt es im Volk Menschen, die sagen, lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Und es wird auch schon gesagt, dass er selbst uns entgegenkommt. Er kommt so sicher wie das Morgenrot. Er kommt zu uns wie der Regen. Es gibt Menschen, die eine Zuversicht in sich haben, vermutlich eine Zuversicht, die auch unbeständig ist, die nicht so tragen kann, wie sie tragen sollte. Der Apostel Paulus hat manchen seiner jüdischen Glaubensbrüder vorwerfen müssen, dass sie Eifer haben, sogar Eifer für Gott, aber keine Erkenntnis. Das heißt, wenn die wahre Gotteserkenntnis fehlt, hilft der Eifer nicht. Denn ein Eifer ohne wahrer Gotteserkenntnis wird zu einer Fehlinvestition an Zeit, an Kraft, an Emotion, an Liebe, soweit sie da ist. Also es braucht die Erkenntnis. Und jemand meinte mal zu Recht, der starke Wille genügt nicht. Viele haben einen starken Willen und machen damit sich selbst und anderen vielleicht das Leben schwer oder sich selbst und andere machen sie krank. Der starke Wille alleine genügt nicht. Auch genügt es nicht, einen guten Willen zu haben, denn so viele haben einen guten Willen und sie steigen trotzdem von einem Fettnäpfchen ins andere. Es will einfach nicht gelingen, obwohl sie es gut meinen. Das Leben will nicht so gelingen. Was es braucht einen erleuchteten Willen. Das heißt, Licht für den Willen, sodass der Mensch weiß, was soll er wollen, wonach soll er streben, worauf kommt es an. Und wir Christen sind davon überzeugt, dass wir genau durch Jesus dieses Licht bekommen, sodass wir selbst Orientierung haben können und wissen, was wir wollen sollen. Natürlich, wir wollen, was Gott will, nämlich die Liebe verwirklichen. Wir wollen dem Leben dienen, das Leben schützen, das Leben zur Entfaltung bringen. Die Nachfolge Jesu ist das beste Wollen. Wer Jesus nachfolgt, inkludiert praktisch auch die Haltung des Abraham. Denn Nachfolge Jesu geht nicht ohne Glauben. Über Abraham sagt die Heilige Schrift, dass er der erste Mensch war nach dem Sündenfall, nach dem großen Misstrauen und Vertrauensbruch, nach diesem Unglück der Sünde. Er war der erste Mensch in der Heiligen Schrift, von dem gesagt wurde, er glaubte Gott. Das heißt, da hat wieder einer so richtig begonnen. Ausdrücklich, er glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Mit Gerechtigkeit verbinden wir einfach die rechte Haltung vor Gott.
die eben eine Haltung des Vertrauens ist, die Haltung der Hingabe ist, die Haltung der Liebe ist. Abraham glaubte Gott. Wir kennen von Jesus Worte wie: Dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet. Also kommt es doch ganz wesentlich auf das Zutun des Menschen an. Den Schriftgelehrten und Pharisäern ist es noch nicht gelungen, damals zur Zeit Jesu, manchen vielleicht schon, aber mehreren nicht, ist es nicht gelungen zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Noch dazu, dass sich der Sohn Gottes dann mit Zöllnern und Sündern zusammentut und mit ihnen zusammen isst, Mahl hält mit ihnen. Das ist unerhört, meinen die Pharisäer. Würde Jesus nur mit Sündenlosen Gemeinschaft pflegen, dann hätte er bei seiner Mutter bleiben müssen. Einzig. Er aber ist für jeden Menschen da. Jeder Mensch soll sich die Gemeinschaft mit Jesus schenken lassen, denn genau dadurch hört er auf, Sünder zu sein. Ehemaliger Sünder sein ist keine schlechte Sache. Die heilige Therese lehrt uns, dass das Erbarmen Gottes, die Großzügigkeit und Liebe Gottes alle umfasst. Und es geht darum, dieser Barmherzigkeit zu glauben. Amen. Mit Worten, die Martin Guttel niedergeschrieben hat, möchte ich euch einladen, noch zu verweilen. Geh nicht fort, ohne Gott innig zu danken, dass du ihn als Vater hast. Geh nicht fort, ohne dich vom Geist der Stärke und der Liebe erfüllen zu lassen. Geh nicht fort, ohne dass du dich Gott anvertraust. Geh nicht fort, ohne Gott eine Möglichkeit zu geben, mit dir zu reden. Geh nicht fort, ohne den Entschluss, Brot sein zu wollen für die Menschen, die dich brauchen. Geh nicht fort, ohne für deine Feinde gebetet zu haben. Geh nicht fort, ohne dich von Gott umarmen zu lassen.